Ladida, das Stativ abmachen. Als ob wir das bräuchten. Eben nicht, das ist es doch. Als ob wir das nicht bräuchten. Wir stehen gerade vor der Waterfront, da waren wir nämlich gerade im Cinespace. Sieht man gut im Dunkeln. ja, vielleicht hat man ja die leuchtenden Buchstaben gesehen. Wir haben gerade John Carter from Mars im Kino gesehen. Und Martin und ich haben erstaunlicherweise mal geteilte Meinungen, was auch ziemlich gut ist, weil wir uns, finde ich, auch mal vor der Kamera prügeln sollten. Wer hält dir denn die Kamera, wenn du prügelst? Ja, weiß ich nicht, das kann man immer noch so. Ich kann auch mit einer Hand gegen dich verlieren, also bitte. Sieht aber epischer aus, wenn ich dich mit der Kamera verprügel. John Carter ist eine uralte Science-Fiction-Story, die bisher noch nie verfilmt worden ist, aus Gründen der Special Effects, die einfach noch nicht vorhanden waren. Schnauze! Meine Stimme ist ein bisschen weg, weil ich ein bisschen erkältet bin. Die uralten Geschichten wurden zwischen 1912 und 1943 von Edgar Rice Burroughs geschrieben, der Erfinder von Tarzan unter anderem ist auch. Und damit kann ich auch gleich alle Behauptungen entkräftigen, dass, oh mein Gott, da sind sechsbeinige Kreaturen zu sehen. Der Film hat voll von Avatar kopiert. Das stimmt nicht. 1912 ist weitaus vor 2010 gewesen, für alle, die es interessiert. Also, für alle, die rechnen können. Also, das erstmal weg. Alles in allem, es geht in dem Film um einen US Bürgerkriegsveteran. Das Ganze spielt 1860, 1868, glaube ich. Genau, 1868. 81 geht's los und dann kommt eine Rückblende. 13 Jahre, genau, kommt eine Rückblende. Der auf der Suche nach einer Goldmine auf ein altes Amulett stößt, was ihn zum Mars transportiert. Er entdeckt dort, weil auf dem Mars eine geringere Schwerkraft herrscht und er daher größere Muskeln hat, weil er ja auf der Erde trainiert wurde, mehr oder weniger, dass er dort unglaublich hoch springen kann. Was ihm natürlich die Tür in allerhand Abenteuer eröffnet. Was auch so ein bisschen ist wie Superman dann sowas. Er kommt auf einen fremden Planeten und sowas und setzt seine übermenschlichen Kräfte dazu ein, um Gutes zu tun. Naja, und da entfalten sich nun alle möglichen Abenteuer. Er gerät ins Fadenkreuz verschiedener Organisationen dort, beziehungsweise Fraktionen. Es ist alles so ein bisschen eine Mischung aus römischer Antike und griechischen Stadtstaaten irgendwie. Dazwischen ist noch die eine oder andere Alienrasse eingefügt. Und es entfaltet sich halt ein klassisches Abenteuer. Es geht um eine Prinzessin, um eine Heirat, die gegen ihren Willen abgehalten wird, um zwei verfeindete Städte miteinander zu befrieden und ein geheimes Volk noch irgendwie, was im Hintergrund die Fäden spinnt und sowas. Das ist ein bisschen unübersichtlich auch teilweise, vor allem in den Schlachtszenen, weil man nicht erkennt, wer gegen wen kämpft eigentlich nun. Die einen sind rot, die anderen sind blau. Das habe ich nicht erkannt. Also, ich habe überall gleiche Uniformen gesehen. Es waren die gleichen Uniformen, aber die waren klar farbkodiert. Die Bösen waren rot und die anderen waren blau. Ich hätte im Kampf einfach wild um mich geschlagen. Okay. Das haben die meisten auch gemacht. Trotz all dem, was ich jetzt gesagt habe, mein Urteil darüber ist, ich will mehr davon sehen. Auf jeden Fall. Also mir hat der Film Spaß gemacht, obwohl er seine Längen hatte und obwohl er zwischendurch echt langweilig manchmal ist. Es spielt halt in der Wüste. Der Mars ist eine große rote, mehr oder weniger rote Wüste. Ja, ja, gelblich gehalten, witzigerweise. Und ich fand ihn wirklich gut. Mir hat er gefallen, trotz allem. Und ich wollte ihn eigentlich nicht mögen. Ich bin heute extrem angegriffen wegen der Stimme und bin eigentlich extrem leicht zu reizen. Aber obwohl der Film grenzenlos blöde ist, weil er spielt verdammt nochmal auf dem Mars, habe ich kein Problem damit. Er war gut unterhaltsam. Ich fand ihn, er war ein guter Abenteuerfilm, den man sich gerne mal nach einem Feierabend, nach einem harten Tag angucken kann. Das ist meine Meinung dazu. Und ich gebe jetzt mal, glaube ich, lieber an Martin ab. Ich möchte auch mal die Kamera halten. Gib mir die Kamera. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wo muss ich durchgucken? Du musst nirgendwo durchgucken. So, jetzt mit verwackelter Kamera. Okay, Martin, schieß los. Deine Meinung. Meine Meinung zu diesem Film, in dem ich ohne Vorwissen reingegangen bin, außer den Trailer, habe ich dazu vorher nichts. Nee, wirklich nichts gewusst. Der Trailer war relativ vielversprechend. Den Film fand ich erschreckend langweilig. Weil es ist... Buh!
zu lange einfach zu wenig passiert. Es wurden Landschaften gezeigt, die zwar schön in Szene gesetzt wurden, aber es waren langweilige Landschaften. Es war Wüste und es war langweilige es Wüste. Es waren also Landschaften. Ich würde dir am liebsten eine scheuern, aber du hast meine Kamera in der Hand, deswegen hast du Glück gehabt. Ja, ja. Was soll ich sonst zu diesem Film sagen? Er hat einige coole Szenen gehabt. Ich fand es sehr cool, dass er als Western anfing. Und er hat auch zwischendurch immer Humor bewiesen, der mir gefallen hat. Er hat versprochen, sehr trashig zu werden, aber er hat mir einfach zu wenig geboten für die Dauer, die er... Wie lange hat er jetzt eigentlich gedauert? 2 Stunden waren das. Die haben Überlänge auch noch bezahlt dazu, glaube ich. Ach ja. Ja. 3D hat sich übrigens nicht gelohnt. Absolut wieso nicht. Hat sich überhaupt mal ein Film in 3D gelohnt, den wir in 3D geguckt haben? Nein. Warum machen wir das dann? Ja. Was soll ich noch sagen? Also ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Also und der hat mir zwischendurch auch Spaß gemacht, aber insgesamt war mir einfach doch zu wenig Handlung. Wüsstest du, mit wem du diesen Film vergleichen könntest irgendwie? Mit wem? Also mit was für einem Film? Also weil, also ich persönlich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass er ein bisschen an Sandalenfilme erinnert, aus den 60er, 70ern halt und sowas. Und ich muss ehrlich sagen, ja tatsächlich, der hat irgendwie was davon. Das mag sein, die waren mir meistens auch zu langweilig, habe ich auch nie wirklich durchgehalten. Das ist durchaus möglich, ja. Also langgezogene Dialoge und sowas, bedeutungsvolle Blicke in die Augen des anderen und sowas. Und große Reden über Ehre und ich bin dein Vater und sowas und das Blut deines Vaters ist in dir und sowas und lang und bedeutungsvoll voller Pathos. Ja, der Film hatte 4-armige Aliens. Ja. Und er hat dieses Gladiatoren-Setting gehabt. Er hatte leicht bekleidete Frauen. Er hätte so gut werden können, aber für mich hat er zu wenig draus gemacht. Er hatte Segelschiffe, die auf Licht flogen. Auf Licht, stimmt. Genau. Was für ein Schwachsinn. Ja, es ist toll, finde ich. Also das Problem ist, ich muss mir kein zweites Mal ansehen, ich muss mir keine Fortsetzung ansehen, weil ich bin der Meinung, mehr ist da nicht hinter, außer noch mehr langweiligen Landschaften. Naja, vielleicht bauen sie das ja auf irgendwie noch. Naja. Ja. Mehr brauche ich jetzt nicht. Willst du nochmal dich nochmal filmen? Ja, ja, ich nochmal in der Kamera, ne? Ah. Was ich besonders... eine Szene, du hattest gerade den Humor angesprochen und da muss ich ehrlich sagen, war eine Szene total cool gemacht. Die Armee dieser 4-armigen Aliens, angeführt von John Carter, erobert, also rennt auf die Stadt zu, der befeindeten Soldaten und sowas, schießt das Tor nieder und zwar mit Gewehren. Ganz normal, keine Ladungsgeräte, nein, sie haben so geile, starke Gewehre, dass sie das Tor der feindlichen Stadt aufschießen können. Und dann laufen sie rein und die Stadt ist ausgestorben. Man hört irgendwo eine Frau schreien, aber mehr nicht. Es ist niemand da außer eine Wache. Wo sind eure Soldaten? Nein, die sind alle in einer anderen Stadt und sowas, ne? Und John Carter sitzt dort auf seinem Reittier, neben ihm sitzt einer der Aliens auf dem Reittier, gibt ihn so einen drauf auf den Kopf. Das war jetzt nicht drauf. Du kannst nochmal schreien. Einen auf den Hinterkopf. Hinternkopf. Ja. Was ich persönlich unheimlich lustig fand. Und außerdem gibt es ein hundeähnliches Viech, was ein bisschen aussieht wie eine Kaulquappe als Reptil auf 6 Beinen. Also, falls ihr euch das vorstellen kann. Den fand ich übrigens extrem nervig. Den hat der Film in meinen Augen nicht gebraucht. Nein. Ich fand ihn voll lustig, tut mir leid. Der war wie ein Hund. Ja, genau. Der war wie ein Hund. Genau. Er sollte lustig sein und genau deswegen fand ich ihn einfach nicht lustig. Ja, ja, klar. Also, da gibt's natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich fand ihn lustig. Ich fand, dass die Schickse in Charge, also die Frau, die dort in dem Film anzutreffen war. Déjà vu, nennen wir sie mal. Keine Ahnung. Sie hatte wenig an und hat sich beschwert, dass die Klamotten zu vulgär sind. Genau, ja. Obwohl sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mehr anhatte als vorher. Ja, genau. Und sie war zudem Wissenschaftlerin ohne Brille, was für Hollywood und Disney unheimlich fortschrittlich ist. Aber du musst bedenken, sie war Prinzessin. Außerdem hat sie gerade einen Laser entdeckt gehabt. Also ich glaube, sie hat sich einer Laser-OP unterzogen und deswegen keine Brille mehr getragen. Ja. Genau, auf jeden Fall. Nein, sie war eigentlich recht cool. Also sie war nicht so dieses typische Damsel in Distress halt so. Das stimmt. Sie hat selber gekämpft, sie hat
Sie war klug, intelligent, sie hat mich persönlich nicht genervt unbedingt. Das hat sie auch nicht. Aber sie war mir einfach zu perfekt, muss ich sagen. Ach so, wow. Na, ich fand sie gar nicht so. Na gut, stimmt eigentlich. Also, sie war was hübsch. Was hatte sie für Fehler, ne? Ja, eben, was. Was ich noch ein bisschen billig fand, war, dass John Carter eine Background-Story mit dem Schuhlöffel reingeschoben bekommen hat, quasi. Und zwar ist das, hat er früher seine Familie im Bürgerkrieg verloren und halt so, weil er zu spät wieder zu Hause war und in der Zwischenzeit hatten andere Soldaten das Haus und sowas. Und das wird zwar interessant, einigermaßen interessant, aber auch ein bisschen unbeholfen in eine sehr große epische Schlachtszene dann halt, wo John Carter alleine gegen eine riesige Armee kämpft. Richtig, richtig cool. Also die Szene war mit trauriger Musik unterlegt und ich fand sie einfach nur lustig. Ja, ich auch. Eben, weil zwischendurch dann noch so seine alte Familie... Hätte nur noch so gefehlt, dass er auf den Boden sinkt und... Nein, er wurde ja nachher unter einem Berg von... Ja, aber gefahren. In der Rückblende saß er tatsächlich so auf den Knien und da hätte wirklich nur noch das... gefehlt. Naja... Ich fand den Schnitt cool, wie er den Spatenstich fürs Grab macht und vorher mit dem Schwert genau dieselbe Bewegung durchgeführt hat. Symbolism! Das war vom Schnitt her, fand ich das ganz cool, aber ja, die Szene war auch eine der besseren. Nur wenn die Musik war, fand ich da extrem störend. Ja, war sie auch, aber insgesamt ja wirklich eine der besseren. Also, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also... mir der Film auch so an, als Gesamtstück. Ich zum Beispiel, ich bin unheimlich begeistert von dem Art-Design insgesamt. Das Ganze wirkt einfach wie eine stimmige Welt einfach. Und ich glaube, deshalb will ich mehr sehen. Der eigentliche Film war tatsächlich, hatte wirklich viele Schwächen. Also, aber diese Welt, in der das spielt, der Mars. Bazoom, wie auch gesagt. Bazoom. Und wir kommen von Lavum? Nee, Jazoo. Jazoo? Das hat sich gereimt, das weiß ich. Ich habe nur einen Buchstaben ausgetauscht. Jazoo. Jazoo. Ja. Und ich finde. Wobei, was ich cool fand, waren diese Typen, die sich verwandeln konnten. Die eigentlichen Bösen hinter allem. Genau, es gab Gestaltwandler. Von denen würde ich auch gern mehr sehen, muss ich sagen. Dass diese Macht im Hintergrund waren. Ja, ja. Aber sonst, wenn es eine Fortsetzung gibt, werde ich mich da wohl hinschleifen lassen, aber... Ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich würde sie sehen und ich glaube auch, ich könnte diesen Film mir noch mehrfach auf DVD angucken. Es ist einfach ein Abenteuerfilm in einer sehr, sehr spannenden Welt, finde ich persönlich. Ich persönlich, ich stehe auf Wüsten und auf vierarmige Aliens und sowas und ich finde eigentlich, also ich lasse mich gern von so einer Welt hineinsaugen und sowas. Wenn ihr auch so seid, dann könnte ich euch den Film empfehlen. Aber er halt ist halt wirklich so rein vom Filmtechnischen her, also von der Story und von den Dialogen und sowas, also ist er halt doch ein bisschen dröge, wirklich, muss ich sagen. Soll ich dich nochmal filmen? Sehr dröge, wenn du das für willst. Dein abschließendes Urteil? Mein abschließendes Urteil wird vernichtend. Vernichtend. Nein, wird... Ich muss immer Blödsinn mit der Kamera machen. Ja, deswegen gebe ich sie dir auch ungern in die Hand. Also, okay. Ich werde dich in Zukunft ins Stativ ersetzen. Das Stativ macht den Job. Wir haben noch 6 Minuten. Sind da hinten die Straßenbahnschienen. Also. Heute untersuchen wir das Innere von Nathans Nase. Was werden wir finden? Popel oder Nazigold? Mond-Nazigold. Jetzt bin ich völlig raus. Mein Urteil wird nicht so vernichten, wie ich es angekündigt habe. Wie gesagt, ich fand ihn ziemlich langweilig, den Film insgesamt. Er hat gute Szenen und... Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ein Film machen kann, ne? Langweilig sein. Ja, ja. Auf jeden Fall ist er zu lang und zu teuer gewesen. ich werde ihn wahrscheinlich auch kein zweites Mal ansehen und auch kein drittes Mal und auch kein viertes Mal, was eine logische Folge ist, wenn es kein zweites Mal gibt. Weil es hat mich einfach zu wenig in diesem Film gefesselt. Das Art-Design war cool, das muss ich zugeben. Spitze! Aber die Wüste sagt mir nicht so sonderlich zu und es ist einfach zu wenig passiert. Mhm. Ja, ich kann mich dem anschließen eigentlich so. Also andererseits, wie gesagt, die Welt, es ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist es wert, da reingesogen zu werden, sich das anzugucken. Aber das muss eigentlich wirklich jeder für sich entscheiden. Guckt euch die Trailer an, seht euch an, könnte mir das gefallen oder störe ich mich daran, dass halt alles computeranimiert ist, dass halt alles so, so hell ist und sowas. Dass alles nach Wüste irgendwie aussieht. Ich fand zum Beispiel die Waffen der Targs, diese zusammengeschusterten, ja, aus Müllteilen, die so zusammengesammelt. Die Targ fand ich auch ansprechend, aber das
was das alles verbunden oder halt, hat. Das oder fand halt ich diese laufende Stadt halt, sowas, ne? Ja, das sind coole Ideen, wirklich. Das auf jeden Fall, das hat viele coole Ideen gehabt, aber das, was diese Ideen verbunden hat zu der Story, genau, das war genau einfach... Ja, das hat für mich den Film nicht gerettet. Ist ein großes Szenestück eigentlich, so, nicht Szenestück, sondern eine große Szenerie, in die man einfach reintauchen soll, kann, halt quasi, wenn man möchte. Genau, ich denke, das passt das gut zusammen. Von Trailern her hatten wir Zorn der Titanen, Battleship und Avengers. Alles ist eigentlich gut bekannt. Also ja, das... Also ich will immer noch Battleship sehen, das wird glaube ich auch nach Iron Sky... Und die Avengers! Nach Iron Sky wird Battleship wahrscheinlich das Highlight dieses Jahres werden. Und die Avengers! Die werde ich mir auch ansehen, aber die werden für mich kein Highlight des Jahres sein, weil sie einfach... Ignorant! Banausig! Ja. Filme die Straßenbahnschienen. Filme die Straßenbahnschienen. Nein, okay. Ich akzeptiere, ich respektiere deine Meinung. Tust du nicht! Ich toleriere das und das sagst du jetzt nur für die Kamera. Jetzt gib mir meine Kamera wieder. Ja. Was soll ich denn noch sagen? Das weiß ich nicht. Okay, also wie gesagt, ich freue mich wie ein Schnitzel auf, wie ein vegetarisches Schnitzel freue ich mich auf die Avengers und ich freue mich auf Battleship. Zorn der Titanen werde ich nicht gucken, weil ich habe den ersten Teil gesehen und ich habe ihn für so scheiße empfunden. Trash ist okay, ich mag Trash, aber wenn der Trash langweilig ist, dann begeht er die Todsünde überhaupt wirklich. Das ist übrigens das Problem, was ich mit diesem Film hatte. Ja, ja. Und das ist einfach... gut, wir reden hier von Edeltrash halt quasi. Also von Trash mit Edeltrash. Ja, von Trash mit hohem Budget quasi. Also Filme, die man nicht so ernst nehmen sollte unbedingt. Und ehrlich gesagt, Zorn der Titan wirklich. Also Kampf der Titan. Wie kann ein Film, in dem Liam Neeson... Gott ist. Das also Thema Zeus hatten wir letztes Mal schon, oder? Ja, genau. Und jemand gegen riesige Skorpione kämpft, Medusa enthauptet und sowas. Also wie kann so ein Film langweilig sein? Da muss etwas furchtbar schief gegangen sein. Und darum werde ich Zorn der Titanen auch nicht gucken. Vor allem auch, weil im Trailer die 2000. Coverversion von Sweet Dreams von Eurythmics drin ist. Und die ich so gar nicht schlecht finde, bis der Gesang einsetzt. Ja. Die, okay. Die E-Gitarre am Anfang fand ich sehr cool, aber ja, klar, dann. Keine Frage. Dann ändert nichts daran, dass dieses Lied immer benutzt wird, um den Film um irgendeinem Film eine besondere Tiefe zu geben. Das ist richtig. Wir haben es bei Sucker Punch auch gesehen oder sowas. Der nichts zu sagen hatte, wirklich. Den hätte ich mir übrigens heute fast gekauft. Ich war überlegen, weil den müsste ich mir eigentlich nochmal ansehen und dann müssen wir noch einen Vlog von machen. Ja, okay, können wir vielleicht mal irgendwann. Aber doch, den müssen wir auf jeden Fall. Okay, gut. Eine Gruppendiskussion könnte man da gut machen. Eine Gruppendiskussion, warum eine Gruppe? Ja, zwei Mann sind keine Gruppe. Der Pädagoge in mir kommt da wieder durch. Aber gut, auf jeden Fall, John Carter ist okay. Guckt ihn euch an, wenn ihr wollt. Aber. Ja. Ja. Dann mache ich jetzt die Kamera aus. Wir haben auch nur noch eine Minute, bis die Straßenbahn kommt. Tschüss, bis zum nächsten fantastischen Abend. Fantastisch.